wir nun zum Winterweizen. Hierzu stehen wir im Versuchsfeld des LLH am Standort in Leeheim. Der Winterweizen hier wurde zu unterschiedlichen Zeitpunkten gesät und dementsprechend sind die BBCH-Stadien auch unterschiedlich. Hier sind Bestände von BBCH 29 bis BBCH 31 auffindbar. Das bedeutet, je nach Aussaatzeitpunkt muss jeder Landwirt selbst seine Bestände im Blick haben, wann es für einen Wachstumsregler-Einsatz sinnvoll ist. Denn der eigentliche Einsatz sollte erst ab BBCH 31 stattfinden. Die Bestände an sich sind sehr vital und gesund und haben daher bisher kaum Bedarf an Fungiziden. Das Einzige, was hier zu beachten ist, sind Stoppelweizen, die nach Getreidekulturen jeglicher Art folgen und hier eine erhöhte Halmbruchgefahr besteht. Sollten Sie Ihre Bestände gegen Halmbruch behandeln wollen bzw. müssen, bietet sich hier das Mittel Unix an. Nebeneffekt des Mittels wäre, dass eine mögliche Mehltaugefahr mit diesem Mittel auch unterbunden wird. Abschließend noch ein paar Empfehlungen zum Wachstumsregler-Einsatz in Winterweizen. Herr Probst hat gesagt, früher Weizen befindet sich in 31, späterer Weizen ist erst zu Beginn der Schossphase. Womit hängt das zusammen? Natürlich, abgesehen vom Saattermin, auch in dem Bestreben der verschiedenen Sorten, jetzt im Langtag ins Schossen zu gehen. Also es gibt Sorten, die sogenannten Kurztagsorten, die bereits bei kürzerer Tageslänge ins Schossen gehen, und Sorten, Langtagsorten, die mehr Tageslänge brauchen, um in Stadium 31 bzw. in die Schossphase zu kommen. Wenn wir jetzt in 31 sind, stellt sich die Frage der Aufwandmenge. Das ist zu diesem, wir müssen jetzt entscheiden und wissen nicht, wie die Witterung in der Zukunft wird. Abgesehen von der Standfestigkeit der Sorte und der Stickstoffversorgung der Sorte beziehungsweise auch der Stickstoffnachlieferung auf dem Standort, gerade vor dem Hintergrund der Erfahrungen des letzten Jahres, wo wir relativ lange Niederschläge hatten und Mineralisation eingesetzt hat und uns die Bestände doch noch spät mastig gemacht hat, ist natürlich auch auf der anderen Seite, habe ich einen Standort mit geringerer Wasserhaltefähigkeit, die Aufwandmenge entsprechend anzupassen. Da muss ich aber jetzt einen Blick in die Zukunft werfen und muss so ein bisschen, meinen Standort kenne ich, Aufwandmenge richtig wählen und entscheiden. Was stehen uns für Wirkstoffe zur Verfügung, für Mittel zur Verfügung? Jetzt im Stadium 31 stehen uns zwei Wirkstoffe im Wesentlichen zur Verfügung. Das ist einmal das Prohexadion. Das kennen wir ursprünglich aus dem Medax Top oder jetzt auch in dem Prodax enthalten. Und der zweite Wirkstoff ist das Trinexapac, ein etwas älterer Wirkstoff, den wir aus dem Modus kennen. Kalma, Countdown sind heute weitere Produkte mit diesem Wirkstoff. Prodax habe ich eben erwähnt, wäre also die Kombination dieser beiden Wirkstoffe, ein Wirkstoff aus dem Medax Top und der Modus-Wirkstoff. Es ist ein Granulat, was ich einsetze, Prodax, mit eben kombinierter Wirkung. Was heißt das? Der Wirkstoff aus dem Medax Top wirkt bei dem Hormonhaushalt oder bei der sogenannten Gibberellinsynthese etwas schneller. Der Witterungsanspruch von dem Medax ist nicht so hoch wie bei Modus. Es kann auch etwas bedeckter sein. Modus braucht Strahlungsintensität. Dann ist dieser Wirkstoff Trinexapac besonders effektiv in der wachstumsregulatorischen Maßnahme. Kommen wir nun zu den Empfehlungen. Eine Standardempfehlung, sage ich mal, von der ich nach oben oder nach unten abweichen kann, wäre zum Beispiel 0,4 bis 0,5 Zykozel. Zykozel verliert in dieser Phase Beginnschossen seine Wirkung plus, also 0,5 Zykozel plus 0,25 Modus. Witterungsabhängig nach oben, standortbedingt nach oben oder nach unten abweichen. Will ich jetzt diese Kombination mit Prodax fahren, also das heißt ein Zykozel plus ein Prodax einsetzen,
gilt das Verhältnis, Modus kennen wir schon länger, Modus zu Prodax im Winterweizen 1 zu 1,5. Das bedeutet, setze ich zum Beispiel Zykozel plus 0,25 Modus ein, habe ich die Möglichkeit auch 0,5 Zykozel plus 0,4 Prodax einzusetzen. Herr Probst hat in der Wintergerste dieses Modus und Prodax ebenfalls vorgestellt. Dort gilt ein anderer Faktor bei dem Substituieren des Modus durch Prodax, nämlich 1:1. Das heißt, 1:1,5 nur im Winterweizen, 1:1 in der Wintergerste, 0,6 Modus entspricht 0,6 Prodax. Auch hier, wie in der Wintergerste, habe ich zum späteren Zeitpunkt nochmal die Möglichkeit nachzulegen mit einem Ethefon, das ist der Wirkstoff, die Mittel wären Cerone oder Camposan, einzusetzen im Farnblattstadium bis maximal Ende des Ehrenschwellens, also Beginn Ehrenschieben, muss die Maßnahme abgeschlossen sein, Aufwandmengen 0,3 bis 0,5. Wir brauchen da Temperatur. Ich habe bei Modus Strahlungsintensität gesagt und hier brauchen wir Temperatur. Nachts so nicht unter 10, tagsüber gerne über 15 entfaltet Cerone seine Wirkung. Was wollen wir hiermit bewirken? Wir können nur noch den Halmbogen einkürzen. Wir kürzen nicht die unteren Internodien ein, sondern nur den Abstand zwischen Fahnenblatt und der Ähre, damit der Hebel der Gesamtpflanze nicht so groß wird. Dabei noch Obacht, ich habe eben gesagt, Camposan, Cerone enthalten Ethefon 660 Gramm pro Liter. Es gibt andere ethefonhaltige Mittel, Orlicht zum Beispiel, enthält nur 480 Gramm pro Liter, da entsprechend die Aufwandmengen anpassen. Final noch, Herr Probst hat den Fungizideinsatz bereits erwähnt. Ich gebe zu bedenken, dass wir im Stadium 31, wo frühe Weizen jetzt hinkommen, wir das Dritt- oder der Winterweizen das drittletzte Blatt beginnt zu schieben. Das heißt, F-2 spitzt jetzt. Im Zweiknotenstadium ist das drittletzte Blatt erst voll ausgefaltet. Und in Bezug auf Blattkrankheiten vor dem Hintergrund, dass wir drei gesunde Blätter von oben brauchen, um guten Winterweizen dreschen zu können, gebe ich zu bedenken, dass wir natürlich auf den Halmgrund achten müssen, aber Blattkrankheiten zu diesem Stadium noch nicht die wesentliche Rolle spielen. Das war es hier aus Leheim. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen wie immer ein glückliches Händchen für die richtigen Entscheidungen.